So, nachdem ich euch gestern gezeigt habe, wie man Mindtest installiert, seht ihr hier, wir haben Mindtest 511 liegen und Mindtest 511 die Verknüpfung liegen. Wie wir heute mit Mindtest Spiele spielen, also erstmal ein eigenes lokales Spiel spielen und dann auf den Corona-Bildungsserver gehen als Beispiel für einen offenen Mindtest-Server. Ich bin Tobias, in Mindtest, auch im Corona-Server, oft unterwegs als Stokromi und freue mich, euch das zu zeigen. Wie ihr das kennt, wir haben eine Verknüpfung hier liegen. Ich klicke doppelt drauf und es öffnet sich mein Test. Und wenn ich es größer haben will, klicke ich hier größer. Für Computerspiele ist es hilfreich, eine Maus zu nehmen, wenn ich es am Computer mache. Ich zeige euch das jetzt hier für den Computer, wie es auf Windows läuft. Im Prinzip ist es auf dem Handy aber ganz genauso oder auf anderen Betriebssystemen. Ihr habt eine ganz ähnliche Übersicht. Ihr könnt hier Server suchen. Ihr könnt hier Sachen eingeben. Die meisten Menüpunkte sind auf, egal in welchem System, ziemlich identisch. Wir gucken uns erstmal an, wie man es lokal ein Spiel macht. Da gehe ich aufs Spiel starten und dann kann ich hier auswählen, ob ich kreativen Modus will, ob ich Schaden einschalten will oder nicht. Und ich könnte theoretisch auch einen Server hosten. Das heißt, wenn wir jetzt in einem Netzwerk mit anderen Rechnern wären oder mit anderen Geräten wären, die auch Mindtest installiert haben, dann würden wir einfach den Server hosten. Müssten uns noch die IP-Adresse dieses Rechners raussuchen und dann könnten alle auf diesem Rechner spielen. Das ist was für Fortgeschrittenen, zumindest noch nicht für den zweiten Teil meines Vlogs, sondern eher was für vielleicht den vierten oder fünften. Wir können also jetzt hier relativ simpel ein Spiel machen. Ich lass das einfach mal so. Damit ich hier was starten kann, brauche ich eine Welt. Dafür mache ich eine neue Welt. Die nenne ich jetzt einfach mal Test. Ich könnte jetzt hier verschiedene Saaten aussuchen, nur Gras, nur Bäume, nur irgendwas. Da müsste ich nachgucken, wie es geht. Auch das, was für Fortgeschrittene, wenn ihr sagt, wir wollen eine reine Wüstenlandschaft haben, weil wir brauchen nur Wüste, sucht euch das raus. Funktioniert. Ich erstelle jetzt die Welt Test. Und jetzt gibt es hier eine Testwelt. Und wenn ich jetzt Spiel starten klicke, dann eröffnet er die Welt. Das dauert einen kleinen Moment, bis er alle Sachen definiert hat. Okay, Zugriff lasse ich zu. Und jetzt bin ich hier in einer Welt und dann bin ich natürlich ganz alleine, weil es ist ja eine lokale Welt. Und jetzt fragt ihr euch, wie geht man denn, wie bewegt man sich eigentlich in Mindtest? Ne? Die einen kennen das alle, WASD ist so das Geheimwort. Mit W kann ich vorwärts gehen. Mit läuft einfach weiter, ist auch spannend. Mit A kann ich zur Seite gehen. Mit D kann ich nach rechts gehen und mit S laufe ich rückwärts. Gut. Das wären sozusagen die üblichen Tasten. Ich persönlich bin kein guter Minecraft-Spieler. Ich bin ja eher der von außen kommt und sagt, das kann man nutzen. Aber ich spiele es gar nicht so häufig. Ich gucke einfach in eine Richtung und laufe dann mit W vorwärts. Und ich gucke in die nächste Richtung und laufe mit W vorwärts. Und ich will wieder zurück. Und dann laufe ich auch mit W vorwärts. Und jetzt laufe ich hier gegen die Kante. Und wenn ich da hoch will, muss ich springen. Springen tue ich mit der Shift-Taste, mit der Space-Taste. Ja, wenn ich abbauen will, dann nehme ich einfach die linke Maustaste und dann baue ich hier Sachen ab. Und wenn ich wieder was hinbauen will, dann muss ich in mein Inventar gucken. Das besteht im Moment, weil ich nicht im Kreativmodus bin, nur aus diesen beiden Bausteinen, die ich schon mir selbst gecraftet habe, indem ich es abgebaut habe. Aber die kann ich natürlich hier auch wieder reintun. Wenn ich jetzt Holz haben wollen würde, würde ich mir ein bisschen Holz abbauen. Mit der linken Maustaste baue ich es ab. Und wenn ich jetzt daraus was bauen will, dann kann ich jetzt hier mit der rechten Maustaste einen Holzklotz hinbauen. Das vielleicht einfach so weit. Wir gehen in die Welt. Wie genau wir spielen, wie wir bauen, auch das ist Teil eines nächsten Beitrags. Wie komme ich jetzt in die Corona-Serverwelt oder in irgendeinen anderen Bildungsserver oder einen anderen Server, der frei zur Verfügung steht? Dafür beende ich das Programm jetzt, indem ich Escape drücke, komme ich ins Hauptmenü, also in dieses Menü und gehe dann in das Hauptmenü. Wollte jetzt zeigen im zweiten Teil, wie man auf einen Server geht. Ihr habt also Mindtest wieder gestartet und jetzt kommt ihr auf den Moment, wo ihr das Spiel starten machen könnt, entweder, das habe ich vorhin schon gezeigt, oder könnt Spiel beitreten machen. Wir haben ein großes Interesse, dass ihr den Corona-Server nehmt. Corona-Bildungsserver 3, also gebt ihr hier Corona ein.
Und dann erscheint tatsächlich der Corona-Bildungsserver 3. Dann habt ihr oben erscheint eine Adresse und ein Port. Das muss euch erstmal nicht weiter interessieren. Und ihr gebt einfach, ich bin sonst als Dokument unterwegs, ihr gebt jetzt, ich mache das jetzt auch mal, eine andere Adresse ein. Ich nenne mich einfach mal Martin. Und ihr gebt ein Passwort ein, weil das hilfreich ist, weil dann kann kein anderer Martin benutzen. Ich denke mir jetzt ein Passwort aus und kann jetzt verbinden klicken oder einfach Enter. Und jetzt verbindet er mich mit dem Server und jetzt fragt er mich noch einmal, ob ich das Passwort nochmal eingeben kann. Jetzt sollte ich dasselbe Passwort nochmal eingeben und dann bin ich mit diesem Passwort registriert. Heißt, wenn ihr den Account so wieder nutzen wollt, dann nutzt ihr einfach euren Nutzernamen mit dem Passwort. Und wenn ihr bestimmte Rechte erhalten habt, dann sind die auch an diesen Nutzernamen gebunden. Auch das lohnt sich natürlich dann. Und dann lande ich auf dem Corona-Server gleich in der Lobby wahrscheinlich. Genau, das ist die Lobby vom Corona-Server. Und jetzt gibt es hier einen Geheimtrick. Ich kann hier ins Inventar gehen und dann gibt es hier Points of Interest. Show Points of Interest. Und jetzt kann ich gucken, wo ich hin will. Zum Beispiel können wir gucken, eben gerade, zeichne das heute aus, aufzeichne, gab es eine Aktion und zwar bei der Zinnmine und dann können wir mal hingehen und gucken und tatsächlich da ist die Zinnmine. Ja, also das muss man und jetzt sind wir hier da, wo diverse Zinnminen gebaut worden sind. Ja, wir gucken mal hier, ah, tatsächlich da sind Zinnminen gebaut worden und wenn man jetzt hier hingeht, in Ruhe guckt, kann ich mir ein Buch nehmen und kann das Buch lesen und erfahre was über den Zinnabbau in Indonesien. Und das war die Aufgabe jetzt bei dieser aktuellen Aktion, dass man hier den Zinnabbau nachbaut und diese Zinnminen nachbaut. Und ja, das Material ist von der Handyaktion NRW einfach kopiert, wo wir ein Projekt Mein Handy gemacht haben, was es schon für Minecraft gibt. Also da lohnt es sich mal nach Mein Handy zu googeln und dann findet man uns bei der Jungakademie Wittenberg oder bei der Handyaktion in NRW. Auf diesem Server habt ihr jetzt, seid ihr hier jetzt eher im Kreativmodus, in so einer Mischung aus Kreativ- und Arbeitsmodus. Also ihr könnt euch jetzt nicht ohne weiteres hier Rohstoffe nehmen, sondern ihr müsst die vorher abbauen. Ja? Also ihr könnt jetzt dort sehen, wie ihr die herstellt, aber ihr müsst die vorher abbauen. Das heißt, ich würde jetzt als allererstes mal, naja, vielleicht nicht mit dem Buch, wenn ich jetzt was haben möchte, einen diesen Rohstoff möchte, den baue ich dann hier ab und dann kann ich ihn auch wieder bauen. Das heißt, das ist so eine, ist eher der Survival-Modus. Ich habe auch Lebenspunkte, wie man unten sieht. Also diese Herzen können theoretisch auch sterben. Wenn ich sterbe, werde ich wiederbelebt und kann das weiterbauen. Wenn ihr an bestimmten Projekten teilnehmt, dann könnt ihr auch fragen, dass ihr Kreativmodus bekommt. Dann könnt ihr die Rohstoffe einfach direkt verwenden. Das machen wir aber wirklich nur projektbezogen. Und wenn ich nochmal wieder I klicke, I ist immer das Inventar. Da kriege ich alle Rohstoffe, sofern ich sie schon habe. Kann ich natürlich hier auch wieder zum Spawn zurückgehen und im Spawn finde ich noch mal weitere Infos. Ja, nur findet ihr ein paar Infos, was so zu dem Server wichtig ist. Und wie es geht, ne? Gut. Ich glaube, dann ist erstmal klar, wie es geht. Was man auf dem Corona-Server noch macht, wie das geht, das zeige ich euch ja immer in anderen Videos. Ein Video ist schon online, ein weiteres folgt über das Projekt mit dem Zinnabbau, wo es also um mein Handy ging und also um die Handyproduktion. Eine Reise zu unterschiedlichen Orten der Handyproduktion. Das ist das, was wir planen zu bauen. Und das erste Video dazu kommt dann auch morgen raus. Ja, also. Genau, das war mein Test-Vlog jetzt zu dem, wie logge ich mich ein, wie komme ich auf den Corona-Server. Ich bin Tobias, aka Stokromi, und freue mich, euch gelegentlich auf dem Server zu treffen. Ich bin zu bestimmten Zeiten da. Ihr findet immer unter RPI virtuell unter blogs.rpi-virtuell.net oder jungeakademiewittenberg.de, wann die nächsten Live-Events sind.